Fashion Week in Wien. Der rote Teppich ist ausgerollt, der Laufsteg bereit. Und zwar für die Wahl der Miss und des Mr. Austrias 2024. Da habe ich im Rahmen der Wiener Fashion Week ganz was Besonderes vor, weil es ist die große Fashionbühne und da müssen Sie beweisen, was Sie gelernt haben. Wir haben uns heuer da wirklich zusammengesetzt und auch wirklich gemeinsam beschlossen, heuer andere, komplett andere Prioritäten zu haben, nämlich keine American Beauty Barbie zu suchen, sondern wirklich jemand, der authentisch ist, der Charakter hat. Für Mission Austria-Chefin Kerstin Ricker doppelte Anspannung. Sie ist jetzt Designerin und präsentiert ihre neue Modekollektion Epos. Ich habe mich von meinen Reisen inspirieren lassen und habe mir gedacht, wow, cool, wie ich da im Monument Valley geritten bin mit den Indianern, hat mir das Franzen- und Country-Style so gefallen und habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, okay, da müssen wir irgendwas Cooles kreieren und habe ein Modell mitgenommen, damals aus Arizona, es liegt seit 5 Jahren zu Hause und wollte es immer kreieren und machen und habe aber nie die Zeit gehabt und heuer bin ich es angegangen. Die Fox Hill Ranch in Traberg, somit bald ein großer Kleiderschrank. Na, ich habe gesagt, wir machen einen Riesenflohmarkt, wo dann sofort alles verkauft wird, ja, egal was wer dafür zahlt und so schenken wir es halt her, damit dann die eigenen Sachen dementsprechend Platz finden. Backstage treffen wir die Kandidaten vor der Wahl. Erstmal tief Luft holen. Dass ich mich halt ein bisschen beruhige und dass ich mich mehr auf die ganze Show konzentrieren kann und dass ich die ganzen Sachen, was hier durchgegangen sind, davon nicht vergessen. Also natürlich sind wir zusammengeschweißt, aber jetzt sage ich mal, zu den letzten Stunden hinzu merkt man schon, dass ein bisschen Konkurrenz da ist. Er hat auch eine andere Mission. Der Landwirt aus dem Zillertal wünscht sich seine Traumfrau bei Bauer sucht Frau. Dafür musste ein Traumkörper her. Ich habe geschaut, dass ich die Diät streng einhalte, dass ich wirklich ins Gewand reinpasst. Das habe ich gesehen gestern beim Fitting. Also das war schon, es ist schon knackig jetzt, aber es passt, ja. Ich bin jetzt von meinem Aufbau, von meinen 5000 Kalorien, bin ich jetzt ein bisschen runter auf 3,5. Das reicht immer noch. Danach kann ich ja wieder Gas geben, ja. Also wenn die Show vorbei ist, der Mäcki hat bis 2 Uhr offen, der wird leer gefressen. Halt. Naja, ich definiere meinen Körper immer in letzter Zeit, da ich vor 2 Jahren noch 105 Kilo gewogen habe und ich stolz darauf bin, dass ich da sein darf und das erreicht habe. Und das kann jeder schaffen und das möchte ich auch verwirklichen und sorgen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie hast du das geschafft? Ja, Ernährungsumstellung, eine unterstützende OP und einfach das Motto durchziehen, was man sich im Kopf setzt und das Beste draus machen. Ja, richtig gehört. Von 105 Kilo auf Modelmasse. Bei Selina Schneckenreiter aus Bad Hall liegt Schönsein in der Familie. Mama ist auch damals vierte Miss Austria geworden und ich will auch so den Titel jetzt auch für sie und für mich dann auch holen. Natürlich auch ein mega Traum von mir, ein Kindheitstraum, weil ich schon immer in die Modelbranche wollte und die Öffentlichkeit. Das bin einfach ich bin ein offener Mensch, ich bin extrovertiert. Genau, stecken vor der Kamera. Vor einem Jahr war Alexander Höfler der glückliche Gewinner. Nur das mit der Schärpe will noch immer nicht so ganz klappen. Ja, noch immer wird verwurstelt. Es ist immer Übung, aber ich habe es mir schon, ich glaube, hunderte Male irgendwann aufgehört zu zählen. Aber es braucht immer Übung, wie man sieht. Ja. Die gibt er jetzt ohnehin gleich ab. Lucia Sisic ist 20 Jahre, kommt aus Wien und hat sich dort bereits den Titel Miss Vienna geschnappt. Lucia! Jetzt ist sie Österreichs Schönste und hat auch eine klare Mission. Sie wurde mit einem Herzfehler geboren und will anderen Mut machen. Also was ich auf jeden Fall machen möchte, ist mich für die Herzgesundheit von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Ich bin selber herzkrank, habe auch einige schon an Eingriffe hinter mir, eines, das ich auch nur knapp überlebt habe. Und das ist mir einfach nur so wichtig, denen zu zeigen, dass man nie aufgeben darf. Und zu jeder Miss gehört natürlich auch ein Mister. Der kommt aus der Steiermark, Christopher Deng. Inspiriert hat ihn seine Mutter. Sie war auch eine Miss Austria. Gefühlskarussell, also auf und ab. Also unglaublich, wirklich. Ich hätte mit dem nicht gerechnet, aber gewünscht habe ich es mir so sehr, wirklich. Ich habe mir schon das mehrere Monate vorgestellt, ja. Aber es ist dann live immer noch unglaublicher, wie man es sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Statt Fitnesstrainer und angehende Lehrerin jetzt mal ein Jahr Miss und Mister. Und die wollen Vorbild, Meinungsmacher und Markenbotschafter sein.